Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play der Clue 1 für den PC, nachdem wir endlich wieder Erfolg hatten in einem der Level, von denen wir leider niemals die Beute wirklich bekommen werden. Das merke ich mir auf jeden Fall dafür, wenn ich das irgendwann mal wieder durchspiele, dass ich dann nicht mehr so eine Code-Level wie den Juwelier mache oder so, oder den Curiosity Shop, sondern wirklich nur das, wo es auch wirklich was zu holen gibt. Machen wir heute das Victoria and Albert Museum in South Kensington und auch das müssen wir erstmal eine Weile beobachten. Wie immer, liebe Leute, ihr kennt das Prozedere. Ja, das Victoria and Albert Museum ist aktuell übrigens geschlossen wegen Corona. Was haben wir hier? Funkverkehr durch Wachen. Ausbildung 54%. Das schaffen wir nie im Leben. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Wir schauen uns das auf jeden Fall an, wie jedes andere Level, auch in einem Part, aber keine Chance. Also, keine Chance. Aber hey. Wer nicht versucht, der nicht versucht. Ich bin nicht reingegangen. Wieso vergesse ich das denn momentan so häufig? Das habe ich lange Zeit überhaupt nie vergessen. Und jetzt aktuell ist wieder ganz schlimm. Aber wir gehen natürlich rein. Holy fuck, das sieht wirklich nach viel Beute aus. Da oben die ganzen Kästen. Scheinwerfer. Scheinwerfer, 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 Scheinwerfer. Fenster, 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 Fenster. Okay, alle Fenster sind geschützt. Das Einzige, was nicht geschützt ist, sind die beiden Stahltüren vorne. Super. Okay, Ausstellungskasten. Was haben wir denn da so drin? 3600, 3100, 1000, 2900, 1000, 1600, 900, was gibt es? 3300, manche werden geschützt, manche nicht. 3400, 900, 2700, 900, 2700, 1700, 3600, 3900, 3900, 1000, 1500, eine viktorianische Vase. 1000. Wertschrank nochmal mit 3000, Schreibtisch nochmal mit 1500, Steuerkasten für die ganzen Scheinwerfer. Okay, und was macht der andere Steuerkasten? Moment, hä? Okay. Okay, erstmal haben wir hier noch ein paar Statuen, die gucken wir uns gerade nochmal an. 1000, 2000, 1000, Gemälde 1100, 500, 900. 500, ja, ich merke schon, die kleinen Bilder braucht man nicht unbedingt. Alarmanlage top. Was machst du? Boah, du machst die ganzen Fenster, Alter. Wie komme ich denn da hin? Ach, durch die Holztür oben rechts. Als ob. Jo, und du? Die Gemälde und einen der Ausstellungskästen. Was macht der zweite Steuerkasten? Der zweite Steuerkasten kostet nur den Scheinwerfer da. Also ich habe gerade so eine Idee. Die gucken wir uns, da gucken wir gleich mal, wie das läuft. Erstmal will ich nochmal die Wächter angucken. Sieht aus wie zwei. Einer, der hier unten patrouilliert. Ja, doch. Und einer, der... Naja, wobei, es könnte doch nur einer sein. Doch, links geht er gar nicht. In die Mitte geht er auch nicht. Also in dem mittleren Raum bin ich, abgesehen von den Scheinwerfern, total safe.
Das bringt mich auf jeden Fall auch eine Idee. Ich glaube, wir machen das heute mal so, wie man es als wirklicher Verbrecher hier machen würde. Weil ich glaube, ein echter Einbrecher, der da einbrechen würde, würde gar nicht das ganze Museum ausrauben, weil das Bullshit ist. Wir machen es jetzt mal ein bisschen realistischer. Realistisch natürlich trotzdem nur in Anführungszeichen. Weil ich so eine Idee habe. Aber hey. So, erst so müssen wir die beiden Türen hier wieder aufknacken. Wobei vielleicht. Ah ja, sehr gut. So. Tür zu. Okay, ich merke schon, das geht nach da, aber nicht nach hier rechts. So, ist ja aber alles easy. Hier bin ich sicher. Da kann ich das mit dem Dietrich aufknacken, aufmachen, durchgehen und hinter mir wieder zumachen. So, war der Steuerkasten durch eine Alarmanlage gesichert? Nein, oder? Scheiße, war der Steuerkasten durch eine Alarmanlage gesichert? Ne, Moment, da steht nicht. Dann würde A dastehen. So, also sind wir mal jetzt ganz ehrlich. Was spricht denn eigentlich dagegen, Folgendes zu tun? Aha, wir nehmen uns erstmal das hier raus. Dann, das hier ist nichts, oder? Nee. Dann hier aufzumachen. Ups. Jetzt hier aufzumachen. So. So, und sind wir mal ganz ehrlich. Das wäre doch jetzt schon voller Erfolg und ein echter Einbrecher könnte doch jetzt einfach abhauen. Und es wäre easy peasy lemon squeezy. Was ich natürlich noch machen kann, ist hier oben noch was aufmachen. Weil die Wache, glaube ich, eh lange genug braucht, um hier wieder herzukommen. Und dann nehme ich das noch mit. Ich gucke jetzt mal ganz kurz was, auch wenn ich das gleich zurückspulen werde. Nur wie weit die Wache ist. Ja, die Wache ist noch ewig weit entfernt. Das heißt, ich könnte sogar noch den zweiten Kasten hier machen. So. Öffnen. Kram nehmen. Schließen. Wieder weggehen. Würde ich noch einen schaffen oder müsste ich dann erstmal nochmal zurückgehen? Das gucken wir nochmal. So. Jetzt gehen wir wieder kurz hier rüber. Die Wache ist immer noch weit entfernt, also. Oh, das ist nicht gut. So. Also sind wir mal jetzt ganz ehrlich. Ich als Amateur-Einbrecher, ja, der hier reingeht, um ein bisschen was zu klauen, der wird natürlich nicht dieses ganze Museum ausräumen, was ja auch vollkommen viel zu auffällig und dumm ist, und dann würde die Ware ja auch nie loswerden können, weil dann wird natürlich umso intensiver geguckt, was fehlt, und der ganze Bestand wird öffentlich gestellt. Und ja, wenn hier so ein paar Dinge fehlen, dann sage ich einfach mal Tschüsschen, oder nicht? Also sind wir mal ganz ehrlich. Natürlich, man könnte da oben noch das eine oder andere mehr jetzt rankriegen. Auch wahrscheinlich auf diese Art und Weise könnte man immer noch ein paar weitere Ausstellungskästen da oben räumen. Aber hey. Ich versuche es jetzt mal so zu lösen, wie ich es. Auch ich bin natürlich kein echter Einbrecher, möchte ich auch nicht werden, werde ich auch nicht. Aber wie ich es als echter Einbrecher machen würde. Mal gucken, was dagegen spricht. Bin gespannt. Also wenn nicht irgendwas oben mit dem Scheinwerfer komisch läuft oder so, dann sollte das eigentlich ganz unproblematisch funktioniert haben. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass der Scheinwerfer jetzt noch sieht, dass die Tür da offen ist. Das wäre jetzt noch meine letzte Sorge gewesen, aber alles gut.
So. Und das ist was, wo man sich jetzt als Leiter dieses Museums echt mal Gedanken machen müsste, wie einfach das ist, da reinzubrechen und das bisschen Zeug zu klauen, weil die Wache einfach die ganze Zeit nur rechts am Chillen ist. Und was ist denn das hier? Easy peasy lemon squeezy. Und da werde ich mich jetzt auch... Da muss ich mich jetzt mal selbst beneißen, weil klar, ich habe jetzt nicht alles ausgeräumt. Und wenn das hier wie bei Clue 2 wäre, dass man einen Mindestklauwert hat, dann hätte das jetzt bestimmt auch nicht gereicht, aber sind wir mal ganz ehrlich. Ich bin zufrieden. Ich klopfe mir dafür jetzt mal hier ein bisschen, ist ja fast schon ein bisschen outside the box denken oder so. Bin ich zufrieden, da klopfe ich mir auf die Schulter. Und sage damit jetzt schon, nach diesem etwas kürzeren Part, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, wo wir das letzte, naja, nicht wirklich das letzte Museum machen, aber den letzten Ort mit dem Wort Museum im Namen. Bis dann und auf Wiedersehen.